Herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2011. Wir schauen uns kurz die Informationen zum Rennen von Malaysia an. Training wolkenlos und der Rest ist leicht bewölkt. Also wieder kein Regenrennen. Wir fangen gleich an mit dem Training. Jetzt gucke ich nur mal kurz. Regen, Flaggen ist Rennen realistisch. Ja, reduziert. Ne, ist richtig eingestellt. Weil ich habe letztes Mal keine Strafe bekommen, wo ich dachte, da bekomme ich welche. Den fünften Platz vom letzten Mal wollen wir natürlich verbessern. So, speichern tut er auch. Dann kommt der Autosave-Box schon mal nicht zu tragen. Ladebildschirm werde ich schneiden. Malaysia Sepang International Circuit Training 1. Damit beginnt das zweite Rennen und wir haben eine Zielzeit. Ja, was hat das mit der Zielzeit auf sich? Es heißt Ziel F und E. F und E steht für Forschung, Entwicklung. Hier findest du Informationen dazu, wie viele Reifensätze du noch zur Verfügung hast und in welchem Zustand sie sind. Außerdem kannst du hier vor dem Rennen die Reifenstrategie ändern. Ja, danke für den Tipp, das hatten wir schon alles. Team Intensity Ram zeigt er uns noch nicht. Versuch, die Zielzeit zu Jetzt werde ich mal ganz kurz das Setup nehmen, was ich im Red Bull hatte. So, das sind drei das nach hinten. Rennen war ganz gut. Vielleicht kannst du das heute noch toppen. Ja, ich hoffe, dass ich es toppen kann. 9 und 11, ein bisschen hoch. Vielleicht werde ich dran rumschrauben. 7 und 8, das ist nämlich sehr reif und belastbar hier. So, was haben wir denn hier? 340 habe ich nur, also ich 300, 266, 232, 201, also die Gänge alle sehr, sehr kurz geschaltet, 138 und 137. Werde ich so lassen, Spurtreue 2,9, 0,0, also. So, ich wurde gerade überraschenderweise unterbrochen, aber das ist nicht euer Problem jetzt gewesen. Ich habe die Einstellung, glaube ich, fertig. 0,47, 0,14. Ich mache aber 0,1. Nee, doch 0,11 war richtig. Okay, mal gucken, ob ich abfliegen werde. Das Setup werde ich speichern. Da vor ist India wieder. So. Eltern wollten was von mir. 10-10, das passt. Na, das muss ich fahren. 1:36:3. Ruhig. 14 Runden erstmal rein. Und werde diese Zielzeit versuchen zu attackieren. Ja, lass es mal meine Sorge sein. So. Und los geht's. So, Lautstärke muss ich auch nochmal kurz regeln hier. Ist mir ein bisschen zu laut in den Kopfhörern hier. So, wir haben 5 Runden Zeit, die Zeit zu unterbieten. Das heißt, ich muss jetzt Training 1, Training 2 und Training 3 fahren. Wir brauchen jetzt ein paar schnelle Runden. Wir müssen Daten für die Jungs im Werk sammeln. So, wir sind mit dem Post-Indien. So, ich habe kalte Reifen natürlich. So. Gucken, ob ich diese Strecke überhaupt noch kann. Ob ich meine Bremspunkte noch kenne. Und da kam das Heck auch schon mal. Also die Reifen müssen erstmal auch warm werden hier. Damit ich überhaupt mal attackieren kann. Diese Kurve ist ganz schwer zu fahren. Für die muss das DRS definitiv zu sein. Oh, die Kurve hasse ich auch wie die Pest. Oh, jetzt kommt eine Längs-Rechts-Kurve. Die geht relativ schnell. So, hier bleibt gerne das Rad. Das vordere rechte Rad gerne stehen. Und jetzt raus beschleunigen auf die lange Gegengerade. So, in die Eisen gehen, in den zweiten Gang. Früh ans Gas, das war zu früh ans Gas. Schnell mal ein bisschen Kerz verbrauchen hier für die erste vorliegende Runde in Malaysia. So, Bremspunkt bei 75. Runter in den zweiten Gang, scharf rechts einlenken.
Auto kommen lassen und dann die nächste Linkskurve. Früh raus beschleunigen, Gas nicht zu früh, ein bisschen Gas verbrauchen. Leicht rechts geht voll mit, der ist dann bei 100. Scharf bremsen in den zweiten Gang, Rechtskurve. Körb leicht mitnehmen, früh ans Gas, nicht allzu sehr weit raus. So, Linkskurve, leicht beschleunigen, früh wieder ans Gas. Die nächste Kurve ist eine Rechtskurve. Versuchen einzulenken und sich weit rauszutragen. Nächste Kurve, doppel rechts, in den vierten Gang runterschalten. Dann früh beschleunigen. Und der ist früh aufwachen. Nächste Kurve, Linkskurve. 200 scharf in die Eisen, in den tiefen zweiten Gang. Scharf lenken, nicht zu früh, sonst kommt das Heck. DRS öffnen. Der ist in dieser Rechtskurve zumachen, sonst könntet ihr abfliegen. Nicht zu weit rausfahren. Im dritten Gang diese Rechtskurve nehmen. Der ist nicht allzu früh aufmachen. So. Der ist zumachen für links und rechts. Die gehen beide voll im Red Bull im Frost India nicht. Vorsicht, nächste Kurve, eine Rechtskurve im zweiten Gang, Vorsicht, voll das rechte Rad, bleibt gerne stehen, Gegengerade, hochbeschleunigen, bis in den siebten Gang, bis auf 320, bei 100, in die Eisen gehen, in den zweiten Gang, Bremspunkt hier nicht verfehlen, so wie ich, früh hochbeschleunigen, und das war eine Runde hier in Malaysia und die Zielzeit unterbiete ich. Wir haben jetzt alle nötigen Telemetriedaten. Ein 36197, okay. Das sind meine Reifen auf Temperatur, also ich die Reifen, wenn er immer erst so in der zweiten Runde war. Die Kurve ist nicht meine Kurve hier mit dem Force India. Auto muss ich jetzt nicht einschießen. Alles klar, bei dem fünften Platz von Australien möchte ich gerne wiederholen, wenn es geht. Aber das war ja schon ziemlich gutes Rennen. Oder vielleicht können wir sogar an die Großen noch mal ein bisschen. Vielleicht können wir die Großen sogar noch ein bisschen ärgern. Mit dieser Runde hast du dich ganz nach vorne geschoben. Oh, damit bin ich noch mal schneller. Die Kurve, oh, die habe ich gut genommen jetzt. Also viel besser als vorher. Reifentemperatur sind optimal. Optimale Temperaturen. Optimale Temperaturen, alles klar. Die Kurve habe ich auch besser erwischt. Die habe ich nicht so toll erwischt, aber es hat auch gepasst. Also ihr seht schon, die ersten und da muss ich mich immer erst ein bisschen einschießen, bevor dann wirklich die tiefen Zeiten kommen. Das hat Zeit gekostet. Reicht aber noch für eine neue Bestzeit. Aber die letzte Kurve hat alles ruiniert. Aber ich werde immer schneller jetzt.
sehr gut erwischt. Diese Kurvenkombination jetzt. So, jetzt kommt mein schlechtester Sektor. Oh, noch mal ein bisschen schneller. Oh, Auto rutscht leicht mit der Hinterachse. Letzte Kurve, mal gucken, ob ich sie diesmal besser hinbekomme. Ja. Deutlich besser. Eine 1.34.330. Also, ich kann hier locker eine 1.32 hochfahren. Aber wie lange halten die Reifen? Ziemlich lange, wie es aussieht. Oh ja, damit bin ich einverstanden, dass das eine Abkürzung war. Also ich bin auf jeden Fall schneller hier. Also das sieht wieder nach einer guten Aussicht aus aufs Qualifying und aufs Rennen. Oh, die habe ich sehr gut erwischt, die Kurve jetzt, aber leider haben wir die Runde aberkannt. Die habe ich jetzt dafür schlechter bekommen. Also, wer immer noch Lust hat, eine Koop-Saison mit mir zu fahren, kann mich gerne anschreiben. Ihr könnt mich auch gerne in Windows Live dazu als Freund hinzufügen unter dem gleichen Profilnamen wie bei YouTube. So, die Zeit wäre auch noch schneller geworden, wenn ich die Abkürzung nicht gefahren wäre. Könnt ihr gerne einführen, habe ich kein Problem mit. Und auch Nachrichten schicken, ob ich vielleicht mal Lust hätte auf ein Rennen. Aber jetzt ist hier dieses Rennen in Malaysia mir erstmal ein bisschen wichtiger. Also das Setup scheint auch in diesem Force India gut zu passen. Jetzt kam ich weit raus und ihr seht schon, sofort verliere ich Schwung für die zweite Kurve. Nicht optimal. Die Kurve ist ganz gefährlich hier, die Linkskurve. Ja, auch einverstanden mit. Und wäre eh nicht schneller geworden. Eher langsamer. Aber die Reifen halten ziemlich gut hier, also. Aber das, glaube ich, wird wieder eine Dreischub-Strategie werden im Rennen.